ich mag die Frisur von der Steffi nach der Apokalypse, weißt du? Das, die postapokalyptische Frisur quasi, das mag ich. Fährst du auch Fahrgeschäfte? Haben wir schon geklärt, gell? Eher nicht, nicht sowas. Also nichts, was dermaßen in die Frisur eingreift. Was die beiden hier angeht, vielleicht müssen sie irgendwann was fahren, vielleicht nicht. Das wissen wir ja noch gar nicht. Dabei sind sie ja selber schuld. Der Tobi und der Elian sind da, Tobi und Eli. Die beiden haben sich nämlich tatsächlich selbst angeboten mit einer eigenen Rubrik, die... Wiesen-Challenge. Genau, da dachten die beiden nämlich, ach komm, machen wir doch mal die Wiesen-Challenge, treten wir gegeneinander an. Und in unserer Anzapfsendung heute Mittag wurden die uns quasi schon zugelost. Also das ist jetzt schon genauso, wie es gelost wurde. Der Elian gehört zum Team Claudia und du gehörst zu mir. Es macht mir ein bisschen Angst, wie du mich dabei anschaust. Ja, wir sind ein Team, Alter. Ja, wir sind ein Team, tatsächlich. Ja, wir sind auch ein Team und ein recht erfolgreiches. Ja. Weil eine Challenge gab es ja schon. So ist es. Und wer hat die gewonnen? Wir. Ja, wir. Ja. Beim Nageln. Beim Nageln. Ja, das können wir ganz gut. Ich würde sagen, man muss dem ja ein bisschen Vorsprung geben. Wo wir schon beim Nageln waren, geht es jetzt ums Blasen. Und zwar... ja, fang halt nicht an mit sowas. Jetzt pass auf. Und zwar, wir sehen hier handelsübliche Luftballons mit einem bayerischen Motiv. Eure Aufgabe ist es. Auf Zeit, oder? Machen wir das auf Zeit? 15 Minuten. Nein, nicht so lang. Das schaffen die eh so schnell. Na, aber wir müssen mal schauen. Wer schafft, pass auf, wer schafft mehr, bis der Topf leer ist, die aufzublasen? Wichtig ist nur, nicht einfach einmal reinpusten und dann zuknoten und weg. Da muss schon mindestens ein Durchmesser von 15 cm sein. Das ist wie groß? Ja, ich würde sagen, das musst du mal vormachen. Einmal, wenn bitte. Du 15 cm zeigst, würdest du wahrscheinlich so machen. Ja? Elian. Ja, Alex, jetzt machst du auch einmal vor. Nein. Natürlich. Ja, komm. Ich würde sagen, das gilt schon. Dann zuknoten. Ja. Und fertig. Ja? Und wer hat am Ende mehr? Ja, gut. Da wird die Regie Freude haben. Ups. Ja, genau. So, wollen wir mal anfangen? Genau, die Chefin hat nämlich schon ein Lineal bereitgelegt. Ich habe noch eine Kleinigkeit für den Elian. Ich habe ihm noch ein Namensschild besorgt, dass halt jeder auch weiß, wer er ist. Jetzt hätte ich einmal hier für den Herrn Preuß, einmal der Herr Preuß oder der Preis. Das ist eigentlich eh dasselbe. Und ich würde sagen, das müssten wir ihm einmal anhängen. Ja, danke. Es ist ein undankbarer Name für einen Wiesenreporter, ich weiß, aber meine Güte. Elian Preuß. Ich habe jetzt einen neuen Glücksbringer. Ja, eben. Ja. Schauen wir ja dann. Ja, bitte. Seid ihr denn soweit? Nein. Nein, sagt sie. Nein, sagt sie. Aber fühlst du dich gut? Ich fühle mich gut und bereit. Bist du Leistungssportler? Jetzt. In irgendeiner Form? Kann man so sagen. Machst du Ausdauersport? Ich mache viel Ausdauer, bin im Fitnessstudio immer unterwegs. Alex, das weißt du doch. Kommen wir doch letztens zusammen. Ja, wir werden soweit. Ja? Ja, ja. Du auch? Wenn ihr fertig seid. Ja, gut, dann müsst ihr wahrscheinlich die Mikros beiseite legen. Und dann schauen wir halt mal. Seid ihr soweit? 3, 2, 1 und bitte. Männer in bayerischer Tracht versuchen sich an Luftballons. Ich glaube, das Knotenbinden ist das Schwierige. Blasen können sie gut, Knoten können sie nicht. Da hakt es noch ein bisschen, aber im Moment, es steht 1-1. Das ist eine spannende Taktik. Er drückt sich den Ballon an die Brust. Der Tobi klemmt sich den Ballon zwischen die Knie. Könnt ihr das irgendwie? Also es steht gerade 2-2. Nur, dass wir das nicht verdoppeln. 2-2. 3-2. 3-3. 3-3, jetzt ja.
Okay, also das läuft hier jetzt noch eine Weile, weil wir sehen, wir haben ja noch ein paar. Indes wollen wir doch mal ganz kurz, wie viel steht's denn? Zählt jemand mit? Zählst du mit? Wir führen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wie viel steht's denn gerade? Wie viel steht's denn? Wie viel steht's? Zählt jemand mit? 5-4? Nein, die sind ja auch gut getrennt. Da machen wir. Wir schauen jetzt ja, nach. Ja. Wir bringen das auf die Reihe. Ja. Indes schauen wir zu den Wiesenpromis. Die Aurora trifft nämlich Marianne und Michael. Also hier ist gerade der 15. Der 15. ist fertig. Wie schaut es da hinten aus? Ich glaube, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier sind es 15. Oh, schau mal, die Marion hat eine Niete rausgezogen. Schau mal darüber. Alex, schwenk mal nach rechts. Schau mal da. Der hatte davor schon ein Loch. Der hatte davor schon ein Loch. Huch, das kann noch keiner wissen. Schade, hätte ja auch er rausgreifen können. Macht nichts. Elian, kriegst du eigentlich noch Luft? Ich meine, du bist doch Leistungssporttänzer. Du bist sechsfacher deutscher Meister Boogie-Woogie-Tanzen. Und jetzt geht dir schon die Luft aus? Mir sieht man es an, dass ich Sportler bin, was? Aber dir drückt schon die Schuss heraus, mein Lieber. Tobi, fühlst du dich wohl oder wird dir schon schwarz vor Augen? Nee. Nee, und fertig und weiter. Ich zähle noch mal schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, das ist jetzt der 20. Schau mal, die sind bald durch hier. Na, obwohl, er hat noch ein paar. Gib ihm noch welche. Wie viel sind da drüben gerade? 24, 22, 20, 24, 24. Okay. Also, Tobi. Ich glaube, du musst dich ein bisschen anstrengen. Die brauchen noch ein bisschen. Wir schauen ganz kurz zum Herrn Griebel. Wir schauen ganz kurz zum Herrn Griebel, meine Wiesen. Ja, und dann sind wir gleich wieder da, hier beim großen Finale. Zum Endspurt. Ja. Schau mal, du liebes bisschen. Kriegst du wieder Luft? Ja. Zwischenzeitlich sah es nicht so aus. Aber ansonsten. Richtiger Einsatz hier. Liebe Kinder, man sagt normalerweise nicht nachmachen, aber jeder bläst natürlich daheim mal einen Luftballon auf. Aber vielleicht nicht mit so viel Engagement wie du. Eben. Weil zeig mal deine Wunde her. Und das von einem Luftballon. So war es vom Luftballon aufblasen. Hier, der da. Und das vom Luftballon. Das kenne ich normalerweise vom Fingerhaken. Ich fange schon an zu zittern. Das kenne ich vom Fingerhaken. Ja. Und du, so einen Einsatz mache ich für dich. Jetzt pass auf, wenn du aber rausgehst, erzähl, das ist beim Fingerhaken passiert. Ja, du solltest mal den anderen sehen. Du kannst nicht rausgehen auf die Wiesen mit dem Finger und jemand sagt, oh mein Gott, was hast du gemacht? Und du sagst, ich habe einen Luftballon aufblasen. Das kannst du nicht bringen. Ja, klar. Mache ich. Gut, wollen wir mal zählen? Ja, bitte, unbedingt, oder? Deine Augen sind immer noch rot, als hättest du einen brachialen Heuschnupfen. Ja. So, jetzt was pass auf. Was glaubst du, was während der Werbung passiert ist? So. Ach Gott, es ist total unübersichtlich hier. Wo können die zwei hin? Die können zu dir. Eins, hör auf, die können hierher. Eins. Kick sie auf die Seite, Alex. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34, jetzt ihr. Ja. Ah, Moment, Moment, warte mal. Okay. Unter Tisch, 35. Na, also. Da war noch einer. Du musst ja auch mal schauen, wie klein die sind alle. Ja, das messen wir gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34. 35. Ich schon mal, 35, warte mal. Mehr. Und die hier? Das ist sowas von.
Wir haben von Durchmesser geredet und das ist definitiv gegeben. Das ist so knapp. Ich würde fast sagen, um einen halben Zentimeter nicht, aber warte, ich finde schon. Und dann hatte ja noch einer ein Loch, der hier auch gar nicht mitgezählt wird, aber der trotzdem dafür hat der Alex wurde. Reich an der Kamera aber zwei Ballons rübergekeckt vorhin. Ja, genau. Ja. Das also wie viele sind so. Hier? 35. 34. 34. 35. Wie viel hattet ihr? 34. Wir auch. Ja. Wir hatten 35. Du hast noch den 35. Stimmt, gefunden. Den habe ich ja unter dem Tisch gefunden. 35. Ja. Und zwar richtig aufgeblasen. Ja, ich würde mal unsere noch mal anschauen im Vergleich zu denen. Wir brauchen ein Schiedsgericht. Ja. Pass auf. Marion, du musst kurz helfen. Hier, die Jungs sind sich uneinig. Also, hier sind 34. Ja, ich habe 35 gezählt. Du vielleicht. Hinten sind 35. Aber wir waren uns jetzt nicht sicher, ob der zum Beispiel hier 15 cm Durchmesser hat. Magst du mal schauen? Definitiv. Einmal. Ja, aber wir haben ja eh einen mehr. Nein, habt ihr nicht. Wir haben 35. Ich habe gerade noch mal nachgezählt. Wir zählen noch mal nach. Aber indes schauen wir mal zu unserem Barry zwecks Fangermantel. Er ist mit der Jasmin unterwegs. Also zählen wir halt noch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also tatsächlich haben wir jeweils 35 gezählt. Darauf konnten wir uns auch jetzt einigen. Gleichstand. Passt. Ist freilich unzufriedenstellend, aber am Schluss doch fair. Ja, muss man so sagen. Ja. Unentschieden. Heißt aber insgesamt. 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 Dass wir einen Punkt haben. Und die vorerst zwei. Die haben vorerst halt zwei Punkte. Ist okay. Naja, vorerst. Seid ihr schon gespannt auf die Wiesn-Challenge von morgen? Ja, Tatsache. Und ich hoffe, sie ist nicht wieder Luftballon aufblasen. Gell? Da denkt man, ach komm, ein bisschen Luftballon aufblasen. Aber das ging schon ganz schön auf die Pumpe gerade. Und du hast ja deine Fingerverletzung. Ja. Von der du erzählen musst, das ist beim Fingerhackeln passiert. So ist passiert. Das hat auch eh keiner gesehen, bei was passiert ist. Genau. So, ich danke euch beiden. Sehr gerne. Heute früh ins Bett gehen, morgen schön ausschlafen und dann. Ja, mach mal. Dann werden wir morgen den Punkt holen. Schau, dass du Elektrolyte zu dir nimmst. So mache ich. Wirklich viel Schlaf. Ja. Gesundes Frühstück morgen. So machen wir's. Leichte Aufwärmübungen. Und dann kommst du wieder. Und dann geht's morgen in die nächste Runde. Vielen Dank, Tobi. Und danke Elian euch. Mit der Wiesn-Challenge. Und wir schauen wieder zu den Wiesn-Tipps und Schmankerl. Und zwar geht es jetzt um den Safe Space für Frauen. Du bist hier safe. Zwischen uns dreien bist du safe. Das ist der Safe Space für die Claudia. Wir sind Wiesn.